Hallo Leute, willkommen zur nächsten Aufnahme The Binding of Isaac. Wir spielen heute. Ich bin mir nicht sicher. Entweder wir spielen normal mit irgendeinem Charakter. Oder wir versuchen absichtlich schlecht zu spielen und Samson freizuschalten. Oder wir spielen eine Challenge. Gibt es irgendeine, die ich gerne spielen würde? Nein, von daher versuche ich mich nochmal an Judas. Ich probiere mich nochmal an Judas. Letztes Mal war es Eve. Diesmal wird es Judas nochmal sein. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ich stehe scheinbar auf Schmerzen und Quälereien. Und wenn ich jetzt innerhalb der ersten 5 Minuten sterbe, dann werde ich garantiert noch einen Run machen. Ich hoffe mal trotzdem nicht, dass das passiert. Ach, bitte sterb doch einfach schnell. Das ist total anstrengend, mit Judas zu spielen, weil man muss so aufpassen, dass er nicht getroffen wird. Wenn mich das Viech trifft, bin ich instant weg. Triple Shot. Inner Eye mit Judas. Okay. Ist ganz nett. Ich wollte gerade sagen, ha, ich gehe mal eben da oben rein. Ha. Nee. Tue ich nicht. Dann komme ich nicht wieder raus. Ja. Was lässt du mir für eine andere Wahl? Gar keine. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Du bist einfach höllisch gefährlich für mich. Und zwar richtig. So, wir haben Bomben bekommen. Gehen einen Raum weiter. Hier ist nichts. Das ist, ja, würde ich sagen, gut. Wir können jetzt zum Beispiel unser Item nicht mehr beim Boss einsetzen. Das ist schlecht. Noch mehr Bomben. Ich werde in den Geheimraum gehen, der höchstwahrscheinlich hier unten ist. Und ich sehe da hinten einen blauen Stein. Wir bekommen den Strick. Perfekt. Das ist sehr gut. Denn jetzt können wir hier hinfliegen, eine Bombe legen und eine Kiste halten, die wir nicht öffnen können. Verdammt. Es wäre so schön gewesen. Und wir kämpfen gegen den Duke of Lies. Und das sollte. Oh Gott, ich weiß nicht, was diese spezielle Form macht für ihn. Aber die Taste gedrückt halten und spammen wie blöde. Bitte greift mich nicht an. Oh Gott, du spawnst solche Fliegen. Oh mein Gott. Das ist nicht cool. Das ist. Du spawnst solche Fliegen. Das ist noch uncooler. Einfach schnell sterben, dann bin ich glücklich. Geh einfach, also nicht ich schnell sterben, sondern du. Sehr gut. Jetzt gehen sie zwar alle auf mich los, ist aber nicht so schlimm. Vielleicht gehe ich ein Lebensupgrade. Nein, ich kriege Münzen. Münzen sind okay. Verdammt, ich muss in den Shop eigentlich jetzt. Wir gehen zurück, gehen hinten in den Raum rein. Muss eigentlich in den Shop. Da brauche ich aber zwei Bomben für. Guppy's Tail. Verlieren ein halbes Herz wieder. Ich hätte das mal anders machen sollen. Guppy's Tail sorgt dafür, dass mir. Ich spreng mich in den Shop rein. Komm. No risk, no fun. Auf in den Shop. Wir wollen in den Shop. Und dort finden wir das Book of Revelations. Ja, wenn wir schon mal hier sind, werden wir es einmal verwenden. Uns darüber ärgern, dass wir es getan haben und wieder rausgehen. Mist. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Gut. Oder auch nicht. Ich bin über den Triple Shot, bin ich ja schon mal sehr glücklich. Über die Tatsache, dass wir fliegen können, auch. Was das angeht, ist der Run super. Wir haben das Book of Belia, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Das ist eigentlich ein cooles Item. Wir haben eine Bombe. Wir haben diese Gegner hier, die ich extrem uncool finde. Zumindest mit Judas. Warum stelle ich mich eigentlich gerade so doof an? Ich kann doch rüberfliegen. Und wir haben keine Bombe, um das aufzumachen.
Wir gehen hier rein, hoffen, dass wir irgendwas finden. Nein, verlieren ein halbes Herz wieder. Das ist der Vorteil, dass wir fliegen können. Wir verlieren nur noch beim Rausgehen aus dem Raum Herzen. Nicht mehr beim Reingehen. Okay, wir kriegen eine Kiste mit dem Darm. Oh. Ich weiß nicht, was der macht. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Schlüssel. Wenn ich keinen Schlüssel kriege, sieht das schon wieder echt schlecht aus. Weil Goldraum, Schlüssel und so wäre wirklich wichtig. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Kiste freispringe. Oder ob ich das hier freispringe. Oh, hier liegt so viel zum Kaputtmachen. Hätte ich doch mich doch bloß nicht in den Shop reingesprengt. Das war so blöd. Oh, das war knapp. Kannst du dich mal hier hinstellen, bitte? Ach, die spawnen ja gar keine. Verdammt. Hier ist noch so ein blauer Stein. Das Spiel mobbt mich. Das Spiel mobbt mich, wenn ich Judas spiele. Hier ist ein blauer Stein. Drüben ist ein blauer Stein. Es sind zwei Kisten da. Oder eine Kiste. Oder was war hier nochmal? Ja, genau. Hier brauche ich zwei Bomben, hier brauche ich eine Bombe, in den Goldraum brauche ich einen Schlüssel, in die Kiste brauche ich einen Schlüssel. Das ist doch eine Verarschung. Oh, egal. Kriegen wir hin. Das läuft. Erstmal, hier ist noch so ein Stein. Ich drehe durch. Ich hasse euch. Ich bin böse und deswegen sehe ich auch so aus. Ihr seid alle scheiße. So, jetzt habe ich es gesagt. Aua. Aua. Hä? Wo kommt der Begleiter her? Kann mir das mal jemand sagen? Ob das nehme ich mit und kriege eine Kiste mit. Jede Menge Kram. The World werde ich mitnehmen. Puberty. Okay, nicht schlimm. Liberty Cap nehme ich nicht mit. Ich habe den Schlüssel, da kann ich jetzt in den Goldraum. Ich nehme das mit. Ich habe zwei Bomben. Jetzt ist immer noch die Frage, was spreng ich in die Luft? Hm. Auf jeden Fall gehe ich in den Goldraum. Das ist jetzt schon mal fest. Und sonst... Bitte, 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 bitte... Attack Fly. Okay. Nichts besonders Gutes. Nichts besonders Gutes. Was haben wir... Also, was mache ich nun? Was mache ich kaputt? Ich darf zwei... Ich bin auch dämlich, oder? Ich beschwere mich die ganze Zeit, dass ich nicht an die Kiste rankomme. So. Spiel! Was soll das? Ach Gott, bitte, das ist doch... Naja gut, das war gut, das war gut, das war gut. Ein Schlüssel. Will ich den Schlüssel dafür ausgeben? Nein, eigentlich nicht. Obwohl der Raum da hinten zieht auch mir Seelenherzen ab. Nein, mache ich nicht. Okay, weiter geht's. Ich hätte die Karte einsetzen können, um herauszufinden, wo der Geheimraum ist. Ich werde sie nun hier einsetzen und sehe, dass der Geheimraum hier rechts von mir ist. Das ist okay. Mann. Judas zu spielen ist so anstrengend, vor allem wenn man gegen solche Gegner kämpft, die einfach nur durch Randomness einen besiegen. Das ist so anstrengend. Diese Fliege macht gar nichts. Könntest du bitte hier oben hinschießen? Nein. Verdammt. Okay, wir sprengen uns in den Geheimraum.
treffen auf eine Slotmaschine, die ich noch nicht mal kaputt machen kann. Und haben hier den Goldraum. Kriegen einen Schlüssel, das ist sehr schön. Volume of... Oh, das ist wiederum ist cool. Wir machen jetzt... Ich will es mal so ausdrücken. Ziemlich perversen Schaden, glaube ich. Öffnen das und drehen durch. Nein, nein. Oh. Spiel, das kannst du mir nicht antun. Wir sind eigentlich so gut wie tot. Obwohl, The Husk. Oh, das geht. Mit den Items ist das absolut möglich. Oh ja. Oh ja, machen wir Schaden. Oh ja. The 8 Ball, nehmen wir mit. Tears up. The Strength Karte nehmen wir auch mit. Bitte lass da was Gutes drin sein. Damage up. Oh Mann. Oh Mann. Wir gehen nochmal durch die anderen Räume durch. Weil. Ich hoffe einfach, dass ich noch irgendwas finde. In den ersten Ebenen ist das kein Problem. Weil ich habe die Stärkekarte. Wenn ich einmal getroffen werde, benutze ich die Stärkekarte. Ist alles kein Problem. Kein Problem. Oh ja. Oh, machen wir jetzt Schaden. Du wolltest mich treffen, du. Schlüssel. Ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel und wir können in den Goldraum. In den Shop, meine ich. Wow, macht das einen Schaden. Das zusammen mit dem Book of Belial wird so viel Schaden machen. Die Kiste lasse ich mal kurz stehen. Oh. Wow. So viel Schaden habe ich selten gemacht. Also was Schaden angeht, sind wir gerade richtig gut. Oh, will ich da rein? Oh, bitte, 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 bitte. Verdammt. Ich habe 13 Münzen. Ich kann jetzt entweder in den Shop gehen. Ich kann in die Bücherei gehen. Oder ich bewahre das auf für die nächste Ebene, um da in den Goldraum zu kommen. Was ich, glaube ich, auch machen werde. Das ist mir sonst zu riskant. Ich meine, im Shop können nichts Gutes... Da muss nichts Gutes sein. Im Gold, also in der Bibliothek, sind nur Bücher. Ich habe schon eins. Und das ist sogar ziemlich stark. Und Stärke schützt mich immer noch, falls ich irgendwie auf irgendwas Fieses treffe. Boah, der Schaden ist aber richtig übel. Wenn ich jetzt auch das Book of Belial anschalte... Wow. Wow. Das ist übel. Das ist richtig übel. Oh, jetzt hätte ich beinahe die Kiste geöffnet. Nein. Oh, ich kann hier rüberfliegen. Ich kann hier rüberfliegen. Ihr wisst gar nicht, wie nervös ich bin. Ziemlich. So viel sei verraten. Will ich zum Boss? Ja, komm, ich gehe direkt zum Boss. Gerdy. Ich hasse dich, Gerdy. Eins. Zwei. Du bist so tot. Du bist so tot. Ich habe gesagt, du bist tot, mein Freund. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Wow. Ja, ein Lebensupgrade. Oh Gott, will ich das machen? Nein, will ich eigentlich nicht. Will ich nicht. Never. Will ich nicht machen. Die Kiste möchte ich auch nicht aufmachen. Nein. Gehst du nochmal hoch? Danke. So, perfekt. Nein, die Kiste will ich auch nicht öffnen. Aber gut, dass wir fliegen können. So gut, dass wir fliegen können. Ah.
Nein. Wir müssen eigentlich in den Shop. Wir haben 17 Münzen.